Pünktlich zu Ostern sind die Küken da. Ein bisschen tapsig, aber schon kräftig beim Futtern. Die federfüßigen Zwerghühnerküken aus Hanau. Eine Riesenüberraschung für Kleintierzüchter John Rösel. Er hat gleich 125 Küken auf einmal bekommen. Er liebt seine Hobbyzucht und seine Tiere. Ich habe ja hier Tiere, die ich über mehrere Jahre habe. Die ältesten, die ich mal hatte, waren 12 Jahre alt geworden. Da hatte ich drei Hähne, die hatten gut abgeschnitten auf der Ausstellung, die haben mir ihr Gnadenbrot gekriegt. Mit Kamillentee gestärkt ging es auch schon auf die erste kleine Wanderschaft. Im blauen Wäschekorb zum Impfen nach Offenbach. Sieht gefährlich aus, aber wichtig für die ersten Lebenstage. Seit 40 Jahren ist John Rösel vernarrt in die putzigen Tiere, natürlich besonders in den Nachwuchs. Geplant war das Halten der Tiere erstmal nicht. Es war Zufall, ein Arbeitskollege von mir hatte Hühner und ich habe für meinen Gatte ein bisschen Mist gebraucht. Da war ich bei ihm. Und dann hatte der gerade schon ein paar Junge aussortiert. Ich so, ja, willst du haben? Ich so, komm her, nehm ich mal mit. Ne? Und seitdem habe ich Hühner, sind es über 40 Jahre geworden. Draußen im Garten warten schon die großen Ostereierleger. Der 67-jährige gelernte Glasinstrumentenmacher hat schwarz-weiße und schwarze Hühner. Es gibt noch weitere 24 Farben. Die Ostereier dieser Tiere sind mini, wiegen nur 35 Gramm. Mindestens 50 Gramm sind sonst normal. Von den beiden gibt es zu Ostern noch keine Eier. Auch wenn John Rösel jetzt eine süße Herde hat, die Hobbyzüchter werden immer weniger. Mittlerweile sind wir ja in Deutschland als Rassegeflügelzüchter überhaupt die Kleintierzucht, seien es jetzt Hasen, Tauben, Hühner, sind sie ja in Deutschland heutzutage der Exot. Weil heute ist eher die Vogelspinne oder die Boa Constrictor ist dann eher die Norm, um aufzufallen. Übrigens, die Tiere haben Federn an den Füßen, daher der Name federfüßige Zwerghühner. Federn haben die kleinsten auch schon. Alle 125 Küken kann der 67-Jährige nicht behalten. Er wird einige an Kollegen abgeben. Was sollte er denn auch später mit so vielen Ostereiern machen?